Hallo und herzlich willkommen meine Ladies and Gentlemen zum Review von dieser Xiaomi Mi Fitnesswaage. Und zwar ist das eine Waage, die, wenn ich das richtig verstanden habe, irgendwie sich mit der Xiaomi Fitness App verbinden lässt. Ne? Wir haben jetzt auch ja schon Reviews gemacht hier zu der Amazfit Bip Smartwatch, dann haben wir ein Review gemacht zum Xiaomi Mi Band 2, Mi Band 3 und so weiter. Da gibt es ja ganz viele Smartwatches, Fitnessbänder und so weiter von Xiaomi, die wirklich absolut preiswert sind und von der Qualität her einfach nur überzeugend sind. Weil jeder, der Xiaomi von euch kennt, der weiß einfach, da kommt aus diesem Hause kommt wirklich nur Qualität. Und wenn ihr noch nichts davon gehört habt, dann seid, also ich gebe euch jetzt hier die Garantie, ihr werdet, wenn ihr das noch nicht gehört habt, ihr werdet es in Zukunft noch ganz, ganz, ganz viel hören, weil Xiaomi auch immer mehr jetzt hier nach Europa kommt. Bei Alternate kann man zum Beispiel jetzt mittlerweile auch schon die ersten Xiaomi-Artikel hier so hierzulande kaufen. Also das wird schon immer mehr. Und genau, heute stelle ich euch hier auf jeden Fall die Waage vor von Xiaomi. Die ist halt so ein bisschen smart, wenn man das so will, weil das ist halt nicht nur einfach irgendwie eine Digitalwaage oder Analogwaage, wo man sich draufstellt und kriegt sein Gewicht angezeigt, sondern ja, da kommt halt auch ein bisschen mehr. Ich weiß selber noch nicht, was uns jetzt hier erwartet. Ich mache das jetzt einfach auch auf und ich habe das Ding vorher auch noch nie getestet. Also wir machen jetzt hier quasi so ein Hands-on-Review, wie auch immer man das nennen möchte. Ich hatte auf jeden Fall Bock, das Ganze mit euch gemeinsam vor der Cam hier auszutesten, auszuprobieren, was man hiermit alles machen kann. Das erstmal hier so auf der Seite. Also gut verpackt kommt das Ding auf jeden Fall schon mal. Ne? Ist eigentlich auch relativ klein, wenn man es so sieht. Oh, hier ist nichts mehr irgendwie drin, nee, aber hier bestimmt. Dann schauen wir hier einfach mal rein. So, was haben wir da drin? Beschreibung und man könnte jetzt hier noch vermuten, dass da eigentlich auch noch irgendwie... Warte mal, hier müssten noch Batterien drin sein. Ach, da wahrscheinlich... Habe ich die schon hier reingemacht oder so? Weil eigentlich auf dem Bild hier wird suggeriert, dass hier Batterien drin sind. Habe ich das schon mal aufgemacht vielleicht? Nö, ich habe das definitiv noch nicht aufgemacht. Hier wird eigentlich suggeriert, dass hier noch Batterien dabei sein müssten. Die sind aber nicht drin. Passiert. Okay. Aber dafür haben wir eine kleine Beschreibung. Die ist natürlich nur auf Chinesisch. Aber ich meine, sind wir mal ganz ehrlich, also für eine Waage brauchst du keine Bedienungsanleitung. Und selbst wenn man eine bräuchte, ihr habt ja hier das Video. Von daher einfach mal abziehen hier. Oh, ich mag das, so neue Produkte auszupacken. Dieses Gefühl, so auf so eine kleine Tüte hier einfach nur abzumachen. Designmäßig muss ich schon mal sagen, gefällt mir das Ding auf jeden Fall sehr gut. Ja, wir haben ja hier diese vier Kontaktpunkte und hier in der Mitte haben wir dieses Mi-Logo. Weiß nicht, ob man das jetzt so sieht. Sehr schlicht gehalten vom Design. Gefällt mir. Ich mag das, wenn das so schlicht ist. Und vor allen Dingen, wenn man es mal umdreht. Hier sieht man auch an diesen vier Gumminoppen, das ist sehr angenehm. Und hier hinten hat man dann vor allem auch dann diesen Batteriedeckel. Dann kann man einfach, wie man das halt typisch kennt, hier so einfach aufmachen. Und wie man sieht, sind jetzt hier auch keine Batterien drin. Ich müsste da unten noch welche haben. Was sind das? AAA-Batterien müssten das sein, genau. Also ich glaube 3x A. 3x A oder 4? Ich hole kurz Batterien. Genau, ich habe jetzt hier einfach so ein paar von Philips. Hatte ich einfach noch irgendwelche da. Ich verlinke euch auch zusätzlich mal einfach die Batterien unten in der Videobeschreibung, falls ihr keine da habt oder falls bei euch auch keine mitgeliefert werden. Batterien, mein Gute. Also das ist jetzt kein fetter Minuspunkt, weil ich sag mal, bei den meisten Produkten sind ja eigentlich auch nicht immer zwangsläufig Batterien dabei. Von daher ist es eigentlich legitim. So, vier Stück kommen rein. Genau, sind hier diese AAA-Batterien, wie gesagt, von der Größe her. Dann machen wir die einfach mal rein. So. Und dann machen wir das Deckelchen hier wieder zu. Zack. Wie gesagt, hinten steht halt auch nochmal Mi drauf und so weiter. So, jetzt fängt hier... Alter, das sieht ja mal hammergeil aus. Habt ihr das gesehen? Seht ihr das? Ne, so sieht man es eher. Hier, das sieht ja richtig geil aus. Das ist... What the fuck sieht das geil aus? So, jetzt sieht man hier 0,0. Aktuell quasi kein Gewicht. Und wenn ich jetzt hier so meine Hand drauf... Jetzt steht da 22, also ich habe jetzt gerade mit 22,1... Kilo habe ich jetzt hier drauf gedrückt. Ja. Es ist quasi, es wird Gewicht drauf gegeben und dann wird das einmal so angezeigt. So, dann will ich auch mal schauen. Ich weiß auch nicht, ob man alle Wagen mit der App koppeln kann. Ich habe aber gesehen, dass es in der App die Möglichkeit gibt, dass man eine Waage damit koppeln kann. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das mit dieser hier geht. Ich werde es einfach mal versuchen.
Und zwar, erstmal starte ich immer hier einmal die Bildschirmaufnahme. Und da machen wir jetzt gleich mal den Bildschirm jetzt hier ins Bild rein. So, und jetzt schauen wir mal hier in der App rein. Einfach hier auf Gerät hinzufügen. Körperwaage, folgende Daten werden gesammelt. Gewicht, Körperaufbau, Körperfettanteil, Muskelmasse, Grund, BMI. Oh ja, alles Mögliche mit dabei. So, Waage zum Koppeln betreten. Okay. Mache ich jetzt ein. Aha! Da wird direkt angezeigt hier. Genau das gleiche wird jetzt hier angezeigt, wie das, was auch hier angezeigt wird. Wieder bei 22,1. Nein. Ich versuche mal ruhig zu halten. Bei 20,8 ist er jetzt fertig. So, jetzt erfolgreich gekoppelt. So, jetzt haben wir die Waage erfolgreich mit der App gekoppelt bei 22,8 Kilo. Habe mich jetzt halt eben nicht draufgestellt, aber ich wollte jetzt hier nicht auf den Tisch steigen. So, jetzt haben wir hier Einheiten der Körperwaage in Gin. Nee, wir wollen nicht in Gin, wir wollen in Kilogramm, bitte. Dann doppelte Einträge zusammenführen, mehrfaches Wiegen des gleichen Benutzers innerhalb von 30 Sekunden zusammenführen. Okay, das heißt, wenn ich jetzt innerhalb von 30 Sekunden mich mehrfach draufstelle, dann werden diese Ergebnisse sozusagen zusammengeführt. Das heißt, wenn jetzt das eine Ergebnis 80 Kilo ist, das andere Ergebnis ist 40 Kilo, dann wird das zusammengeführt auf 60 Kilo, wenn ich das richtig verstanden habe. Macht das Sinn? Nö. Also ich lasse es jetzt einfach mal so, weil dann kann ich ja selber sehen, okay, da sind gewisse Schwankungen drin gewesen oder nicht. Also ich glaube, das könnte unter Umständen die Werte verfälschen. Sondern wir mehr erfahren. Firmware-Version, schauen wir mal hier. Vielleicht gut. Ach so, kriegt er. Okay, läuft nichts. Ich tippe da rum, da passiert nichts. Können wir mal auf mehr erfahren. Wie richtig gemessen wird. Stelle die Waage auf eine trockene Oberfläche. Stelle sicher, dass du in der Mitte auf der Waage stehst. Also hier wahrscheinlich auf beiden Punkten, so wie das auf dem Bild angezeigt ist. Trage leichtgewichtige Kleidung. Barfuß auf die Waage steigen, platzieren Sie es auf einer flachen Oberfläche. Also die Waage soll, okay, gut. So, dann Einheitensystem. Du kannst die Einheiten zum Wiegen später ändern. Haben wir jetzt ja geändert in Kilogramm, habt ihr ja gesehen gerade. Dann schauen wir mal hier. Batterien der Waage wechseln. Wenn die Batterien ersetzt werden müssen, wirst du das unten abgebildete Symbol sehen. Nachdem die Batterie gewechselt wurde, wird die Waage automatisch neu gestartet. Okay, das heißt, wenn wir hier ein L sehen, dann muss die Batterie gewechselt werden. Warum auch immer ein L? Wahrscheinlich für Low Battery. Gut, das würde Sinn ergeben. So, maximales Gewicht überschritten. Wenn die folgende... Ist ja eigentlich nicht lustig, aber wenn die folgende Anzeige blinkt, wurde das Maximalgewicht überschritten. Die Mi-Waage kann ein Gewicht von bis zu 150 Kilogramm erfassen. Okay, also ich sag mal so, wenn man mäßig wie ich gebaut wird, dann sollte man das eigentlich nicht überschreiten. Wenn ihr jetzt halt, ich meine, ich mache mich nicht darüber lustig, also nicht, dass ihr das jetzt irgendwie falsch versteht. Ich fand einfach nur, ich fand das gerade irgendwie lustig. Aber natürlich, wenn einer mehr als 150 Kilogramm wiegt, das kann ja auch aus gesundheitlichen Gründen irgendwie sein, ja, dass man irgendwie, sag mal, da Probleme mit irgendwelchen Drüsen hat oder keine Ahnung, ich kenne mich damit nicht aus. Aber natürlich kann das ja immer krankheitsbedingt sein und dann ist es natürlich nicht lustig, aber ist auch vielleicht auch schon mal eine gute Info. Wenn ihr zu Hause definitiv über 150 Kilogramm wiegt, dann ist diese Waage hier nicht für euch geeignet. Dann müsst ihr euch eventuell da mal nach einem anderen Produkt umsehen. Aber ja, 150 Kilogramm Maximalgewicht und ich würde sagen, ich gebe mir mal die Blöße. Ich ziehe mal die Schuhe aus. Ich ziehe auch mal die Socken aus. Ah, die habe ich heute sowieso schon. Ich habe meine ganzen Socken sind in der Wäsche und deswegen habe ich jetzt hier nur noch so richtig dicke Socken, ja, die eigentlich so für den Winter gedacht sind. Also gut, der Winter kommt, ja, aber es ist eigentlich noch gar nicht so kalt, dass man solche dicken Socken tragen müsste. Aber ohne Socken wollte ich die Schuhe jetzt auch nicht unbedingt anziehen. So, leichte Kleidung, habe eine Jogginghose an, habe ein T-Shirt an. Gerade noch mal eine neue Aufnahme hier auf dem Handy gestartet. So, Bindung aufheben. Nee, das wollen wir alles nicht. Gehen wir hier mal zurück. So, jetzt gebe ich mir einfach mal die Blöße und stelle mich mal drauf. Übrigens, für alle Leute, die sich wundern, was für ein Handy ich hier am Start habe, das ist das Xiaomi Mi 8. Bin ich gerade noch am Testen. Review dazu kommt auf jeden Fall noch. Aber ich muss euch jetzt schon sagen, ich kann euch dieses Ding mega empfehlen. Hammergeiles Ding, geile Kamera, schneller Prozessor.
PUBG läuft ohne Probleme und ja, alles mega nice, also gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Und dann haben wir hier auf jeden Fall Mi Buddy, so können wir jetzt mal drauf gehen. Kann ich hier irgendwo vielleicht einen Wiegvorgang starten? Warte mal hier, Gewicht, wenn ich jetzt hier drauf gehe. So, dann machen wir mal hier Kinder wiegen, Gewicht hinzufügen. Ah, ne, da kann ich dann so manuell. Wenn ich jetzt hier auf das Plus gehe, vielleicht hier irgendwie Eingabe. Ah, ne, da kann ich eine Person hinzufügen. Oder muss ich mich einfach draufstellen? Gut, vielleicht, ich probiere es einfach mal. Ich probiere es jetzt einfach mal, nur mich draufzustellen. Einfach mal so auf doof. Aha! Okay, der springt in der App dann automatisch um. Ihr seht's, ich wiege über 80 Kilo. 85 Kilo. So, und jetzt sag, wer du bist. Okay, Phoenix, das bin ich. Ja. Ach, jetzt macht er auch noch BMI und so ein Gedönse. Erhöht, ja. Sag doch gleich, dass ich fett bin. So. Kann ich jetzt wieder runtergehen oder wie ist das jetzt? Das sind jetzt auf jeden Fall 85,5 steht da und der hat unten so 1, 2, 3, 4, 5 Dinger drüber gemacht. Also ich kann euch das jetzt mal hier auf der Waage zeigen. Sieht man das noch so? Genau. So, ja gut, jetzt ist weg, aber man hat es gerade noch gesehen. Und ein paar Flusen von den Dings noch mit dazu. So, jetzt können wir nochmal schauen, was wir hier genau jetzt alles angezeigt bekommen. Also der hat jetzt hier irgendwie auch so ein neues Ding gemacht. Hier 9.10. Datum passt auf jeden Fall. So, BMI 26,3 ist erhöht. Also, ja. Gut, erhöht ist jetzt aber noch nicht hoch. So, also, dein BMI überschreitet den Grenzwert von 25. Sowie der Körperfettanteil. Du musst dich mehr. Ich muss mich mehr? Ich muss mich übrigens mehr, Leute. Wisst ihr Bescheid? Ich muss mich mehr bewegen, vermutlich. Ja. Warte mal, das kann man hier auch so zumachen und aufmachen. Okay. Gut, ist wahrscheinlich einfach ein kleiner Fehler in der App. Vielleicht liegt es auch, weiß ich nicht. Ich muss mich halt mehr. Aber gut, mal, es erschließt sich ja, man muss sich halt mehr bewegen, natürlich, klar. Ich weiß, ich bin einfach ein dezent fauler Mensch geworden. Ich meine, deswegen habe ich auch viele Smart-Home-Videos hier auf dem Kanal, weil, ja, da wird einem halt eben viel Arbeit abgenommen und dann kann das auch schon das ein oder andere Mal vorkommen, dass man dann vielleicht auch ein bisschen fauler wird. Ja, passiert, aber nichtsdestotrotz, ich werde jetzt demnächst sowieso wieder starten, Fitnessstudio und so weiter. Und deswegen ist jetzt hier auch aktuell so ein bisschen mehr Fitnessgedönse auf dem Kanal zu sehen. Ihr habt es gesehen mit dem Elektrofahrrad natürlich, dann natürlich das Fitnessband, die Smartwatches sind auch zum Fitness-Tracker geeignet, hier die Amazfit Bip zum Beispiel, die Waage. Ich will halt jetzt auch ernährungsmäßig umstellen. Ihr seht, ich trinke jetzt auch ganz gern vielleicht mal hier eher mal ein Wässerchen. Natürlich zwischendurch trinke ich immer noch ein paar süße Getränke, aber hauptsächlich Wasser. Und ja, das ist halt generell dann auch etwas gesünder. So, Körperfett, also ich habe einen Körperfettanteil von 25,9%. Das erscheint mir aber ehrlich gesagt relativ wenig. Ich meinte, dass ich früher, als ich die Boss-Transformation gemacht habe, dass da immer irgendwie der Wert dezent höher war. Okay, aber vielleicht funktioniert das hier irgendwie ein bisschen besser oder weiß ich nicht. Dein Standardkörperfettanteil sollte bei 17-22%. Ich glaube, die Werte passen doch. Ja, vielleicht war das irgendwas anderes. Ach genau, bei Wasser war das, was immer so hoch war, genau. Dein Standardkörperfettanteil sollte bei 17-22% liegen. Du musst immer noch 3,3. Auch hier fehlt wieder die Hälfte. Wahrscheinlich 3,3% von dem Körperfett müssen noch runter, damit ich da in normalen Werten liege. Ich bin jetzt hier bei erhöht, ja, kurz vor hoch. Also ihr seht es hier, der Regler ist kurz davor im roten Bereich zu sein und dann wäre das quasi hoch. Wasser habe ich 70,7%. Eine schnelle Gewichtsabnahme ist oft das Ergebnis von Wasserverlust in Kombination mit was auch immer, ja, mit Ernährungsumstellungen, mit Sport, was weiß ich, ja. Ihr seht, 50,7% Wasseranteil, das heißt, ich könnte relativ schnell relativ viel abnehmen, beziehungsweise 50,7 unzureichend. Ich habe zu wenig Wasser in meinem Körper.
Vermutlich wird sich das jetzt aber demnächst ändern, weil ich ja jetzt auf Wasser umgestiegen bin. Ich glaube, dass es auch zum Teil damit zusammenhängt, also wie man sich natürlich ernährt, ja. Je nachdem, welche Nahrungsmittel man zu sich nimmt, wird so und so viel Wasser auch aufgenommen. Wenn man jetzt viel Salzhaltiges zum Beispiel isst, wird, glaube ich, nicht so viel Wasser aufgenommen einfach, weil das Salz halt das alles schon wieder zunichte macht. Im Umkehrschluss, wenn du halt eben eher Wasser trinkst und mal so Cola und so Gedönse weglässt, ich glaube, dann wird das auch in einem gesunden Pensum dann kommen. Ich würde mal sagen, ich trinke zu wenig, deswegen hier unzureichend auf jeden Fall, muss ich mehr trinken. Ich glaube, ich stelle mir mal auf der Smartwatch so einen kleinen Wecker, dass ich daran erinnert werde, zu trinken. So, dann Grundstoffwechsel 1,798 Kal, was auch immer, Ziel nicht erreicht. Dein Grundstoffwechsel liegt bei 1846 Kalorien. Menschen mit einer niedrigen, was? Basalen? Ich habe keine Ahnung, was da steht. Auf jeden Fall stoffwechselmäßig. Ich muss wahrscheinlich andere Sachen essen oder mein Stoffwechsel ist zu schlecht, der müsste besser sein. Ja, der müsste irgendwie bei ja, 1800 irgendwas liegen und der liegt nur bei 1700. Okay. Aber das sind alles so Sachen, ich glaube, da kann man sich mal so ein bisschen drüber informieren. Ich glaube, wenn ich jetzt Grundstoffwechsel bei Google einfach mal eingebe, dann finde ich da ein bisschen was drüber. So, dann haben wir hier noch Viszerales Fett. Genau, das ist halt eben eine richtig, richtig gute Sache. Ich habe, wer mich auf Instagram verfolgt, der hat auch gesehen, dass ich vor ein paar Jahren mal die Boss-Transformation von Kollega gemacht habe. Übrigens ein Fitnessprogramm, was ich euch wirklich nur wärmstens ans Herz legen kann. Die Boss-Transformation von Kollega, ich sah nach 3 Monaten aus wie ein Brett. Also jetzt halt nicht übertrieben so Bodybuilder-mäßig, sondern wirklich athletisch-mäßig. Also ich hatte schön geformte Schultern, war mir immer wichtig, so ein bisschen. Der Bizeps sah schön aus, meine Unterarme, ich hatte nicht so einen Bauch wie jetzt, ja. Meine Brust war schön trainiert, aber halt auch nicht zu viel. Also schaut euch einfach mal die Bilder an. Ich verlinke euch jetzt hier mal Instagram, könnt ihr gerne mal schauen. smedia.click/Instagram, ja. Klickt da einfach mal drauf. Ich verlinke es euch nochmal unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr mal ein bisschen runterscrollen zu den älteren Bildern. Dann seht ihr, wie ich da ausgesehen habe. Nach 3 Monaten Training wohlgemerkt. Also, das ist 3 Monate Training in Verbindung mit Ernährung. Ja, also, ihr habt quasi einen Ernährungsplan dabei, ihr habt einen Trainingsplan dabei. Also, nur durchziehen ist wichtig. Durchziehen ist wichtig. Es gibt 2, 3 Cheat Days in diesen 3 Monaten, glaube ich. Oder weiß nicht mehr genau, wie viele. Auf jeden Fall, ich glaube, ich werde diese Boss-Transformation aber auch wieder machen. Ich glaube, hier KuchenTV, der ist auch aktuell am Start und macht die, wenn er nicht gerade da mit seiner Freundin da irgendwelche Probleme hat, ne? Aber nee, auf jeden Fall eine coole Sache. So, dann was haben wir hier genau? Muskeln 60. Jawohl, jawohl, ja. Von meinen 85,5 Kilogramm, die ich wiege, sind 60 Gramm. 60 Kilo einfach pure Muskelmasse. Läuft bei mir. Nee, das ist auf jeden Fall gut. Kriegt man ja auch angezeigt. Gut. Muskelmasse bezieht sich auf die Masse der skelettartigen glatten Muskeln und sonstigem Muskelgewebe, welches Wasser enthält. Der Verlust von Muskelmasse führt zu einem niedrigeren Grundstoffwechsel und verringert den Energieverbrauch. Du wirst außerdem schneller an Gewicht zunehmen oder leichter erkennen, oder was? Zunehmen oder leichter erkranken. Oh, okay. Mehr Muskeln aufzubauen ist hilfreich, um den Grundstoffwechsel zu verbessern und Körperfett zu reduzieren. Ah, okay. Deswegen ist dieser Grundstoffwechsel zu wenig, weil ich zu wenig Muskelmasse eigentlich im Körper habe. Dementsprechend, ich habe mich auf viel gehen lassen. Also das heißt, ich baue Muskelmasse auf, um diesen Grundstoffwechsel auch zu erhöhen. Dann komme ich in diesem Wert ins Positive. Natürlich der Muskeln, also der wird dann auch von gut vielleicht sogar, oh gut, gut ist schon, also besser geht nicht. Es gibt quasi unzureichend, es gibt normal und es gibt gut. Und ich bin gerade so an der Grenze zwischen normal und gut. Also das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Aber ihr seht auch schon, also hier kann man wieder aus diesen Werten, kann man viel draus schließen, ja, und auch viel dann auf sich weiter eingehen. Ich glaube, ich werde das einfach mal machen, mich wirklich jeden Tag, wenn ich dann dieses Training mache, hier draufstellen. Und das Schöne ist, in der App werden die Werte dann auch noch schön gelistet und wahrscheinlich kriegt man das noch, wenn man das mehrfach macht, grafisch schön dargestellt. Ihr habt es ja gesehen, ein Graph wurde uns ja schon angezeigt. Ist eine coole Sache auf jeden Fall. So, dann Knochenmasse 3,2 Kilogramm. Das heißt quasi, wenn ich jetzt all mein Haut, mein Fett, mein Fleisch, alles wegmachen würde von meinem Körper, dann würde mein Skelett 3,2 Kilogramm wiegen. Das erscheint mir irgendwie enorm leicht. Aber gut, Knochen wiegt ja gut. Ich glaube, das schwerste mäßig ist mein Schädel.
vom Knochen her und vielleicht meine Oberschenkelknochen und sowas. Daumen, Wirbel, so, Becken und so, vielleicht noch, wiegt noch vielleicht ein bisschen was. Ja, gut, 3,2 Kilogramm könnte ungefähr hinkommen, vielleicht. Knochenmasse bezieht sich auf die Menge an Calcium, Phosphor und anderen Bestandteilen, die in Knochen enthalten sind. Ach so, Frauen mit wenig Knochenmasse aufgrund von Gewichtsverlust oder was? Amenorrhoe-Knochen, keine Ahnung, was das bedeutet, sollten besonders aufmerksam sein. Versuche eine ausgeglichene Aufnahme von Kalzium sicherzustellen, um jeden Tag 15 Minuten Sonnenbaden sowie 20 Minuten Übungen einzuhalten. Okay, also hier kriegt man auch direkt schon so ein bisschen Tipps mit an die Hand. Auch hier bin ich quasi im normalen Bereich, könnte aber auch in den Gutbereich wechseln. Das ja gut spielt im mittleren Normalbereich. Das gut, aber da ne, kann man sich dann auf jeden Fall Dings. So, dann haben wir hier was. Stämmig. Insgesamt bin ich stämmig. Okay, warte mal, was gibt's hier? Es gibt fettleibig, es gibt übergewichtig, es gibt stämmig, es gibt Mangel an Bewegung, es gibt ausgeglichen, es gibt ausgewogene Muskulatur, dünn, ausgewogen, dünn. Also ich glaube, ausgewogen. Ausgewogene Muskulatur. Ich glaube, das wäre so das, wo ich gerne reinkommen würde. Ach so, hier, das sind so drei Dings. Jetzt sehe ich es. Ah, hier, Körperfettanteil und Muskel. Okay, ich bin jetzt quasi stämmig. Okay, stämmig ist aber eigentlich nicht das, was ich sein will. Ich würde gerne eins darunter. Da diese ausgewogene Muskulatur, da würde ich gerne rein. Das kann man sich ja so ein bisschen als Ziel setzen. Ne? Das kann man sich ja ein bisschen als Ziel setzen. Das finde ich auf jeden Fall cool, dass einem das hier so angezeigt wird. Und hier unten haben wir noch genau Statistiken. Und genau das ist das, was ich eben gesagt habe. Weil während der Boss-Transformation damals, ungelogen, ich habe die leider nicht mehr, aber ich habe so einen dicken Stapel Zettel gehabt, wo ich mir wirklich immer draufgeschrieben habe, welche Übungen habe ich gemacht. Ich habe mir wirklich immer aufgeschrieben, okay, weil du kriegst von der Boss-Transformation ein PDF mit dabei, wo dann wirklich auch dabei steht, welche Übungen du machen sollst und wie viel Gewicht, wie viele Wiederholungen und wie viele Sätze. Ja, und dann habe ich dann auch immer eingetragen, wie viel Gewicht ich gemacht habe und natürlich immer geguckt, dass ich mich immer ein bisschen, dass ich eine Steigerung drin habe. Ja, sei es in den Wiederholungen eine Steigerung, in den Gewichten, dass dann quasi beim nächsten Mal etwas mehr Gewichte und so weiter mit dabei sind. Und dann habe ich natürlich auch separat von diesem Schriftkram, wo ich quasi sagte, okay, hier sehe ich eine Steigerung an den Übungen, die ich gemacht habe oder an den Gewichten, die ich gesteigert habe oder so. Und dann natürlich separat auch noch, ich wirklich also jedes Mal nach dem Training, bin ja nicht jeden Tag ins Training gegangen, es gab, glaube ich, ein, zwei Tage Pause die Woche. Auf jeden Fall habe ich jedes Mal nach dem Training immer mich auf diese Körperfettwaage, habe ich mir damals für richtig viel Geld, das ist ja hier absolut günstig und vor allem eigentlich noch viel besser, weil du es auch noch digital direkt angezeigt bekommst. Ich bin damals auf jeden Fall hergegangen, habe mir wirklich dann immer aufgeschrieben, wie viel Wissfettanteil habe ich, wie viel Körperfett, wie viel Muskelmasse, alles aufgeschrieben, dann hier Bizeps gemessen. Bauchumfang gemessen, Brustumfang gemessen, hier alles wirklich, dass ich wirklich schwarz auf weiß hatte, welche Erfolge habe ich denn jetzt erzielt. Und hier, ihr seht es, ja, ihr kriegt es richtig schön angezeigt, Gewicht, Körperfett, ja, ne? Also gut, ich kriege jetzt nur Gewicht und Körperfett angezeigt. Warte mal, kann ich hier Ansicht verkleinern? Okay, hier kann man, okay. Gut, Gewicht und Körperfett werden hier grafisch dargestellt. Ich hätte jetzt gedacht, dass der andere Kladderadatsch auch noch irgendwie, aber gut, das kriegt man auch hier ja angezeigt. Ne? Von daher, hier hat man oben dann die Punkte letzten Endes und kann dann auch da drauf gehen und kann sich das dann hier durchschauen. Ne? Ich werde jetzt einfach mal testen, nochmal drauf zu steigen. Vielleicht kriege ich ja dann auch eine Statistik von dem ganzen anderen Kladderadatsch noch angezeigt. So, einfach nochmal draufsteigen. So, wird jetzt direkt wieder gewogen. Jetzt wiege ich plötzlich nur noch 83 Kilo. Plötzlich 2 Kilo leichter oder was? Läuft bei mir. Nicht mehr fett bin ich geworden. Muhahaha. Huch. Mann, 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 heute läuft richtig bei mir. Ach, Aufnahme schon wieder beendet hier, weil ich da. Ich muss echt diesen Screensaver ausschalten, wenn ich hier irgendwas am Machen bin. Was hat er jetzt? 3,1? Nee, das ist falsch gewesen mit dem 3,1. Ich hoffe, das hat er jetzt aber gerafft. Okay, gut. 83 Kilo habe ich jetzt gerade ja gemessen gehabt. Warum auch immer hier die Aufnahme. Ich habe, wie gesagt, Screensaver geht an, Aufnahme beendet. Doof. Aber gut, schauen wir hier trotzdem mal rein. Genau, jetzt haben wir hier Standardkörper 74, 24,7 ist jetzt sind wir auf erhöht hier bei Körperfett.
Jetzt sind wir, nee, oder waren wir, ich glaube, waren wir auch vorher schon auf erhöht. Waren wir nicht auf normal, waren wir schon auf erhöht, genau. Kriegen wir aber jetzt von den aktuellen Werten, kriegen wir uns das Ganze angezeigt. Wissfett sind wir jetzt bei 10, also bei hoch noch, ne, würde ich behaupten. Ja, genau, hoch steht auch da. Genau, Muskelmasse sind wir jetzt nur noch bei 9, also 0,8 Kilogramm Muskelmasse habe ich jetzt innerhalb von einmal Wiegen verloren. Läuft bei mir. Also ihr seht hier auch da, schwanken diese Werte manchmal. Hier sieht man das jetzt vom Körperfett und vom Gewicht her, kann man sich das Ganze anzeigen lassen. Körperfett und Gewicht ist halt auch irgendwo so ein bisschen das Wichtigste von den ganzen Sachen. Der ganze Rest ist halt, ja, hier oben, ne, BMI und so. Das kann man sich anschauen. Aber auch hier, wenn man hier vielleicht auf Statistiken, nee, gut, du kriegst halt nur die, das sind halt die zwei wichtigsten, ist halt auch wirklich so. Und hier vorne sieht man natürlich dann auch bei BMI und so weiter, hier kann man sich dann auch noch, ach, hier vorne werden einem auch noch ein paar Sachen angezeigt. Ihr seht hier einmal vom Gewicht her, aktuelles Gewicht und so, und dann sieht man natürlich hier oben noch von BMI und hier unten, ach genau, hier kann man dann auch den Fortschritt sehen, ne? Also quasi 83,8 Kilo und dann jetzt 73 Kilogramm im Vergleich zu 859 Tagen zuvor. Läuft bei mir. Das letzte Mal ist echt ein bisschen lange her mit dem, ja, gut. Aber wie gesagt, ihr kriegt hier diese ganzen verschiedenen Sachen angezeigt. Und jetzt hier vorne Bodypunktzahl kommt jetzt hier auch noch hinzu und so. Finde ich ehrlich gesagt sehr, sehr, sehr schön, dass man hier wirklich so viele Sachen in der App halt auch angezeigt bekommt. Ist eine schöne Sache und ich glaube, das hilft einem auch wirklich dabei, fitnessprogrammmäßig da einfach durchzustarten. So, die Aufnahme können wir jetzt hier an der Stelle jetzt mal wirklich gewollt beenden. Huch, können wir jetzt hier einmal speichern das Video, das mache ich nebenbei mal hier. Das Handy kann schon mal zur Seite. Mir persönlich, also von all dem, was wir jetzt hier im Video getestet haben, gefällt mir diese Waage echt sehr, sehr, sehr gut. Und vor allem, ich verlinke euch jetzt da mal unten in der Videobeschreibung, ich mache mal verschiedene Links. Ich glaube, das könnt ihr bei Gearbest, ja. Mhm. Das könnt ihr bei Banggood kaufen, das könnt ihr bei Gearbest kaufen, das könnt ihr bei Amazon, glaube ich, die Waage kaufen. Ich verlinke euch einfach mal verschiedene von diesen Waagen unten in der Videobeschreibung. Ihr könnt ja dann so ein bisschen Preise vergleichen und dann auch schauen letzten Endes, wo ihr euch so ein Ding holt, wenn ihr euch denn dafür interessiert. Ich kann euch jetzt, sage ich mal, nur an die Hand geben, was kann das Ding und was meine Meinung dazu ist. Ihr könnt euch ja durch dieses Video euer eigenes Bild von dieser Waage machen. Die wiegt auch gut was. Also die ist jetzt nicht irgendwie so Plastik, also sie ist schon aus Plastik, aber sie ist schon leicht. Also sie ist schon nicht leicht, sondern sie wiegt halt schon irgendwie halt wie so eine typische Digitalwaage vom Gewicht her, würde ich sagen, ne? Und auch mit den Gumminoppen unten, das gefällt mir sehr gut. Sie hat einen guten Stand, wenn sie jetzt so da ist. Gefällt mir wirklich sehr, sehr, sehr gut. Und auch diese ganzen Anzeigen halt eben mit Körperfett und so weiter, dass das alles so gut funktioniert, gefällt mir sehr, sehr gut. Und ja, Fazit, eine richtig coole Körperfettwaage. Ja, gefällt mir. Und jeder von euch, der da draußen ein bisschen Fitness machen will und so, ich glaube, so ein Ding könnte auf jeden Fall interessant für euch sein. Dazu noch eine anständige Smartwatch oder halt eben Xiaomi Mi Band 3. Ding kostet auch nur um die 20 Euro. Ich glaube, da kann man sich schon mal so ein gut was zusammenstellen, um halt wirklich sich selbst dabei ein bisschen mehr zu motivieren, Sport zu machen. Weil wenn man Ergebnisse halt auch wirklich digital vor sich sieht, ja, dass quasi sich da was tut, Muskelmasse wird mehr, Fett wird weniger. Ne? Wenn man Ergebnisse sieht, hat man selber mehr Motivation, finde ich, zum Training. Und Boss-Transformationen sowieso, das war für mich damals Motivator hoch 10. Ich war schon lange Jahre davor im Fitnessstudio angemeldet, aber erst als ich mir wirklich die Boss-Transformation geholt habe, ging es dann wirklich bei mir so, okay, gut, ich bin halt auch Kollega-Fan, also ich, was heißt Fan, ich feiere halt manche Lieder von dem und es ist, er hat dann auch so Videos mit dabei, ne, wo dann sagt, so, jetzt machst du heute das und dann, also für mich war das Motivation pur. Ich fand das einfach geil und er erklärt es dann halt auch wirklich immer so schön und womit das so zusammenhängt. Also ich mag, wie er redet. Mir gefällt das halt einfach. Und kann bei euch jetzt natürlich anders sein, aber das war halt einfach so meine Kombination. Ne? Ich habe quasi Motivation auf der einen Seite gehabt, einmal durch ihn, weil ich halt das Fitnessprogramm hatte. Dann hatte ich Motivation durch die Ergebnisse. Ich habe halt, wie gesagt, ja gesehen, Gewicht hat sich gesteigert, was ich quasi auf die Hanteln mir draufgelegt habe oder bei den Übungen verwendet habe. Dann auf der anderen Seite, Muskelmasse ist mehr geworden. Ich habe es auch gesehen im Spiegel. Ich habe immer wirklich, nach jedem Training habe ich auch Bilder gemacht und dann irgendwann, ihr seht es ja auf Instagram, so einen kleinen Verlauf halt einfach. Tag 1 und Tag nach 3 Monaten, das ist einfach der Hammer. Und halt auch auf der anderen Seite, ne, Muskelmasse wurde mehr, Körperfett wurde weniger, ich sah besser aus. Das
ich habe mich auch gesünder gefühlt, ja. Und das halt einfach so alles insgesamt, das ist ja ein kompletter Lifestyle, ja. Wenn man sich entscheidet, für seine Gesundheit etwas zu tun oder ein bisschen Fitness zu machen, dann macht man nicht nur das eine oder das andere, sondern das ist ein Komplettpaket, ja. Man erstellt seine Ernährung um, das ist ein Komplettpaket halt einfach. Wenn ihr darauf Bock habt, wie gesagt, ich kann es euch nur empfehlen, holt euch so eine Waage, holt euch ein anständiges Fitnessband, habe ich auch also zahlreiche Reviews schon zu gemacht, zu verschiedensten, die kosten auch nicht viel. Also ihr müsst ja nicht irgendwie von Fitbit oder euch so eine Apple Watch kaufen oder so. Wirklich, es reicht auch sowas hier, ja. Diese Smartwatch hier, 50, 60 Euro, ja. Ihr kriegt auch Notifications angezeigt und also wie gesagt, ich schweife ein bisschen vom Thema ab, aber das ist wie gesagt so das Komplettpaket und dann kann man ordentlich anfangen, Sport zu machen. So, es geht natürlich auch ohne das ganze Zeug, aber für mich persönlich muss ich sagen, dieses ganze Zeug dazu zu haben, ist für mich als technikinteressierten Menschen einfach einen Motivationsschub nochmal zusätzlich gewesen. Fand ich halt einfach geil. Und in diesem Sinne, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ja? Wenn ja, lasst mir doch mal gerne einen Daumen nach oben da. Und bewertet ruhig das Video. Schreibt in die Kommentare ein bisschen was. Ich lade euch auch herzlich ein, so ein bisschen im Forum, so ein bisschen Diskussionsrunde zu dieser Waage oder vielleicht auch generell zu Fitness. Vielleicht welche Fitnessprogramme ihr toll findet oder was euch motiviert hat und so. Das würde mich persönlich sehr interessieren. Schreibt es gerne in die Kommentare, schreibt es gerne ins Forum. Fände ich richtig cool, wenn wir da so eine kleine Diskussionsrunde eröffnen könnten. Weil ich ja demnächst auch selber wieder anfangen werde und würde mich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr freuen. Ich denke mal, da werde ich auch vielleicht den ein oder anderen Fitness-Vlog so ein bisschen machen. Wenn ihr darauf Bock habt, schreibt es auch gerne mal in die Videobeschreibung, ob ihr da sowas gerne sehen wollen würdet. Und wie gesagt, lasst ein Däumchen nach oben da, schreibt in die Kommentare und gerne könnt ihr meinen YouTube-Kanal auch abonnieren. Dafür einfach unten rechts auf dem Video auf Abonnieren klicken. Die Glocke daneben könnt ihr auch einmal aktivieren. Ist beides kostenfrei. Das heißt, ihr zahlt keinerlei Gelder dafür, dass ihr mich abonniert. Aber ihr könnt mir damit enorm weiterhelfen, weil dadurch wird die Community einfach größer. Und ihr habt auch einen Vorteil davon. Und zwar jedes Mal, wenn ich ein neues Video hochlade, werdet ihr sofort darüber benachrichtigt. Und ja, entweder interessiert euch das Video oder der Titel, dann klickt ihr drauf, schaut euch das Video an und seht dann halt das nächste Video von mir. Oder ihr seht schon am Titel, das ist jetzt eher ein Thema, interessiert mich nicht so. Und dann klickt ihr halt einfach nicht drauf und gut ist. Ja, in diesem Sinne, ja, vielen Dank und haut da rein. Bis zum nächsten Mal.